Freunde, willkommen zurück bei Wild Thing und einem neuen Top-Review für euch. Ein Top-Review, das ein bisschen verspätet kommt. Ich war im Dong Open Air und konnte da nichts drehen. Umso wichtiger, dass es jetzt kommt. Und zwar sprechen wir jetzt über das neue Album von Manta. Manta, dem deutschen Duo mit ihrem Album Pain is Forever and This is the End. Wobei ich hoffe, dass das nicht das Ende von Manta sein wird. Und das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Album, je nachdem, wie man den Release davor einstuft. Also das letzte, in meinen Augen, richtige Album war The Modern Art of Setting Ablaze oder so. 2018, 2020 haben sie ein Coveralbum herausgebracht. Und das war von der Länge her eher eine EP. Und deswegen würde ich sagen, das vierte Album, wenn man die EP als Album mitzählt, das fünfte, ist aber auch Shitty Goal, sagt über das Album nichts aus. So, Pain is Forever and This is the End. Das ganze Ding hat 10 Songs und geht so 41 Minuten. Relativ Standard, auch so wie man es von Manta kennt, auch mit einem Durchschnitt von 4 Minuten den Song. Das ist so auch das, was man bei Manta präsentiert kriegt. Ja, wie schon erwähnt, Manta sind ein deutsches Duo, für die, die es nicht kennen. Das sind zwei Typen, das sind Hanno und Ehring. Und das ist jetzt ganz spannend, weil die auch live nur zu zweit auftreten. Also Hanno weitestgehend am Gesang, also gerade an dem Versgesang und an der Gitarre, wobei die eine deutlich mehr beseitigte Gitarre ist. Und ich weiß nicht, ob mit Oktava oder ohne, das ist was für Technik, Fifi-Kusse. Auf jeden Fall auch die Bassspur sozusagen da mit abgeholt wird. Und dann hast du auf der anderen Seite den Drummer Ehring, der auch gesanglich unterstützt und vor allem die Drums halt vorgibt. Die ganze Band kommt aus Deutschland, wie gesagt, deutsches Duo, irgendwo aus dem Norden, wo Fischbrötchen gegessen werden. Und das sind halt Manta. Manta ist noch ein bisschen die Band der letzten Jahre, so die Entdeckung spätestens mit dem Debütalbum. Eine echte Entdeckung, eine echte Bereicherung der deutschen Metal-Welt. Gerade weil es auch so was Besonderes ist. Ein Duo, das auch als Duo live auftritt. Eines der wenigen Duos, die auch live funktionieren. Neben Urfaust in meinen Augen. Und ja, was machen Manta, für die, die es nicht kennen? Ja, weitestgehend ist es irgendwie, Black Metal mit Sludge. So, ich finde den Begriff Sludge schwierig. Ich finde, der ist so ähnlich wie bei Groove Metal, das ist so ein bisschen alles und nichts. Wenn man den Stil versucht zu umschreiben, was kaum möglich ist, dann haben wir hier Punk- und Grunge-Einflüsse gepaart mit Black Metal-Einflüssen, gepaart mit auch so groovigen Aspekten. Irgendwo, als hätten Carpathian Forest zusammen mit der Grunge-Band Silverchair und Querlatak ein fieses Dreierkind gemacht und das schreit jetzt und macht Stress. So, die selbst sagen auch immer, die machen Stress und keine Musik, das ist ganz sympathisch, sind sowieso sympathische Sachen, muss man dazu sagen. Der Sound ist schwierig zu umschreiben, weil du halt doch diese Besonderheit mit diesem Duo hast, das auch musikalisch rausgespielt wird. Also weitestgehend hast du hier einen gitarrigen und bassigen Sound. Du hast hier den typischen Manta-Sound übrigens. Von der Produktion her ist es einfach typisch Manta, ist jetzt nichts Innovatives dran. Aber du hast halt sehr riffige Gitarren, die halt auch diesen Bassspuren drunter haben. Ich denke und gehe davon aus, dass in einer Produktion, auf Alben einspielen, Bass und Gitarre separat genutzt wird, aber live halt wie gesagt nicht. Und die halt sehr riffig sind, den Gesang in Szene setzen. Und der ist halt eklig kehlig, der schreit voller Emotionen raus. Sehr, sehr geil. Da kommt auch der Black Metal Aspekt sehr stark zu tragen. Aber was man überhaupt nicht unterschätzen darf bei Manta, sind die Drums. Weil ich finde, hier gibt es vor allem, bei Manta gibt es vor allem, nicht hier in dem Album, sondern generell bei Manta, gibt es ein Zusammenspiel, ein primäres Zusammenspiel zwischen Drums und Gesang. Und das ist das, was ich halt auch so geil an der Band finde, weil dadurch kommt dieser Aspekt Duo, diese Band-Duo, zwei Posten, die klar besetzt sind, perfekt zur Geltung, weil die das Zusammenspiel machen, Drums und Gesang. Und wie gesagt, der Gesang blöckt einen raus. Die Drums sind weitestgehend groovig unterwegs. Durchaus mal was schneller, aber meistens eher punkig, groovig oder hardrockig, würde ich sogar sagen. Und das macht das von Manta so ein bisschen aus. Und die Drums spielen hier einfach eine wichtige Rolle, weil die halt viel in Szene setzen. So, und die setzen vor allem den Gesang in Szene und das gerne mal darüber. Und das ist das, was ich bei Manta immer am meisten mochte und das, was hier beim Album am dicksten gespielt wird, ist, wenn die Gitarre mal stehen gelassen wird und die Drums sagen,
oder irgendwas dergleichen und der singt einfach weiter, dann hast du immer diese Momente, um dem Gesang einen Raum zu geben. Und dieses, wir nehmen die Gitarre mal raus oder spielen nur diesen Bass-Part oder so. Und du hast manchmal auch Parts, wo wirklich nur Drums und Gesang sind. Das sind immer die besten Parts, um die dann natürlich wieder aufzulösen in diesem typischen Manta-Riffing. Und dann, ja, um denen wieder die volle Power zu geben. Das ist das, was Manta, finde ich, immer sehr stark gemacht hat. Und das spielen die aus dem Album richtig, richtig gut. Ganz generell, so viel gespoilert, finde ich, ist es bislang das beste Manta-Album. Und das, finde ich, liegt am Songwriting. Du hast hier ein, ja, wie gesagt, die typische Manta-Produktion, typische Manta-Songs. Es klingt alles nach typisch Manta. Aber du hast hier vom Songmaterial ein paar richtige, richtige kleine Diamanten. Und ich finde, dass im gesamten Album eine gewisse Bissigkeit und Emotionalität ja, zu eins wird, die vorher, gerade beim Vorgängeralbum, gar nicht so sehr da war. Die Band hat sich schon ganz schön entwickelt. Ich fand aber, wie gesagt, das letzte Album nicht das Coverding. Das war richtig, richtig geil. Aber mit den eigenen Songs, Modern Art of Setting a Blaze, oder wie das hieß, fand ich, da hat es mir so ein bisschen an Biss in den Songs gefehlt. So, der Sound war gut, weil es war der Manta-Sound, gar keine Frage. Und dadurch ist das Songmaterial automatisch auch stattlich. Aber mir haben so ein bisschen die Hits gefehlt. Und das Ding hat Hits. Es hat jetzt nicht den besten neuen Song von Manta, das ist und bleibt Cult Witness, in meinen Augen zumindest. Aber du hast hier ein paar richtig, richtig geile Brillanten drin. Plus, dass im gesamten Album, das ist, wie ich finde, das härteste Manta-Album bislang. Die haben sich auch sehr entwickelt. Das ist das härteste Manta, das ekligste, also von der Bissigkeit, von der Ekligkeit. Das beißt sich richtig fest und das bekommt dadurch eine Art, ja, Bösartigkeit, die dem ganzen Album halt drüber, dem ganzen Album drüber gelegt wird und dem Album dadurch eine unglaublich geile Atmosphäre gibt. Und deswegen würde ich wirklich, so viel gespoilert, sagen, das ist das beste Album. Ich finde halt, wie gesagt, das erste hatte noch diesen unverfälschten und das klang auch noch nach live aufgenommen, das heißt wirklich nicht mit separaten Spuren eingespielt, sondern wirklich gedoppelt diese Parts. Und das zweite war ähnlich, das dritte war dann so ein bisschen auf der Suche nach dem Sound. Dann kam das Cover-Album, das halt sehr viel Punk drin hatte. Und ich finde, genau diese Einflüsse haben die hier mitgenommen ins eigene Songwriting mit und geben dem unglaublich viel Drive, dem Album. Das geben die wirklich. Wenig langsame Songs bei, die haben manchmal auch so ein paar langsamere. Und unglaublich viel Bissigkeit drin. Und das ballern die direkt am Anfang raus. Also die ersten drei Songs sind alle pures Dynamit hier. Also bei, ne, Pain is Forever and This is the End, die ersten drei Songs sind alle Dynamit. Angefangen mit Egoisto. Es ist ein so, der geht vorne raus sofort mit einer der schnellsten Songs auf dem Album. Geht sofort raus und du bist sofort voll mit drin. Das ist sofort Manta und bam. Hat richtig geile Passagen, macht sehr viel Spaß. Zweiter Song, einer der Hits des absoluten Hits des Albums, haben die auch vorab rausgebracht. Hang 'em Low, So the Rats Can Get Them. Ungefähr auch der beste Titel der Welt. Also was ist das für ein geiler Titel? Hang 'em Low, So the Rats Can Get Them. Und der bricht den Refrain so auf, setzt ihn mit so einer Pause in Szene und vorher ist der einfach nur dieses groovige, supergeil, richtige Kopfschüttelmucke und dann diesen geilen Refrain, den die perfekt in Szene setzen, den man einfach nur mitbrüllen will, Faust in die Höhe mitbrüllen, das ist so der Hit des Albums, aber auch mit Absicht und den haben sie vorab rausgebracht. Sowas braucht auch eine Band wie Manta, die brauchen ihre Hits und die schreiben ihre Hits und hier auf dem Album ist die Hitdichte dann halt nochmal eine ganze Spur höher. Gefolgt dann vom dritten Song, ich hatte gesagt, die ersten drei sind alle Dynamit, Grim Reaping, auch eine so geile Nummer mit einem geilen Refrain. Die können es einfach, Songwriting haben sie hier einfach völlig verstanden, verinnerlicht und berufen sich auf das, was Manta so stark macht, finde ich, im Zusammenspiel zwischen Drums und Gesang. Weniger zwischen Gitarre und Gesang oder Gitarre und Drums, was vielleicht auch das Problem bei den vorigen Alben war, ist jetzt auch egal, wir reden ja über das. Und so geht das Album dann weiter. So, man hat immer ein bisschen Angst. Ich hatte ein bisschen Angst. Viele, viele Bands, gerade etablierte Bands, gehen dahin, die ersten Hits, die Hits sind Opener und, oder typisches Opener, ein guter, schneller Song. Als zweites kommt der Hit und danach geht das Album so, pff, nicht der Fall. Nicht der Fall. Das Album geht einfach statisch weiter. Man hat gute Songs, Orbital Post, Piss Ritual of Frost and Decay. Und dann geht es wieder auch richtig stark los. Walking Corpse, richtig geiler Song. Einer meiner persönlichen Favoriten des Albums ist dann auch der achte Song, New Age Pagan. Ein richtig, richtig geiler Song, wo genau diese
Manta-Momente, von denen ich gesprochen habe. Dieses, wir machen mal nur Drums und Gesang und haben mal, ich glaube, das war nur eine Bassspur, die die drunter gelegt haben, eine ganz dünne. Aber wo du dann einfach diese eklige Stimme, die dir so in die Fresse haut, einfach mal präsent hast, um die dann natürlich wieder in Szene mit Gitarre, mit dem ganzen großen Tamtam in Szene zu setzen und dich damit noch vollends zu überfahren. Super, super schön. Und dann wird es hinten raus halt ein bisschen emotionaler und das finde ich ganz spannend. Das Album fällt relativ klassisch punkig schnell an und entwickelt sich nach hinten raus ja, deutlich emotionaler, fast atmosphärischer. Die neigen auch immer bei manchen Songs dazu, so, ja, so klare Spuren von Keyboards drunter zu setzen, um einfach nur, ja, so kleine Akkorde, jetzt kein großes Tamtam, sondern wirklich nur klare Akkorde zum drunter setzen. Das gibt dem immer noch so eine gewisse Schwierigkeit und, ja, gibt dem Sound nochmal ein bisschen Tiefe, das machen die live auch. Gefällt mir immer sehr gut. Und das wird hinten, wie ich finde, stärker gespielt. Dadurch kriegst du hinten raus nochmal, ja, das ist jetzt für Manta das falsche Wort, aber eine Art Progressivität, eine Emotionalität, wo die Songs einfach atmosphärischer werden, ein bisschen an Biss verlieren, dafür aber an düstere Atmosphäre gewinnen. Und ich finde, das Album macht dadurch eine unglaublich nette, schöne Entwicklung durch, weil du hast den Eindruck, das entwickelt sich nach hinten. Du hast am Anfang punkig schnell auf die Fresse, bissig, eklig und das entwickelt sich nach hinten raus eher emotional, düster und das tut dem Album einfach sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ich mag diese Manta-Parts, dieses Drums mit Gesang in Szene gesetzt, im Zweifel den Akkord stehen lassen, langsam ausklingen lassen von der Gitarre oder nur den Bass-Part dazu oder so. Das sind die Parts, die es stark macht, wenn du es danach immer wieder in Szene setzt. Sensationell, kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, ich finde, es ist das stärkste Manta-Album bislang. Also das dritte war vielleicht auch so ein bisschen die Suche, weiß der Henker. Ich finde, die haben ja auch gerade viel von diesem Punk-Album mitgenommen, an Bissigkeit auch und an Druck, weil es ist schon auch, ja, auch mit das härteste Album, finde ich. Also es ist schon von den paar Alben, die haben, schon mit das härteste. Dazu gibt es immer natürlich, also ich hatte diesmal die Edition dabei mit einem netten Patch, fand ich ganz schön. Und das ist echt skurril. Also das ist halt alles so relativ puristisch gehalten. Du machst es aber auf und dir knatscht das einfach so rot in die Fresse. Sehr, sehr witzig. Und die haben immer eine Portion Humor dabei. Das ist ganz schön. Das sind die beiden Jungs auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall mit denen immer wieder Spaß. Für mich einer der Bands der letzten Jahre. Und die einfach mit einem Album, ja, um die Ecke kam, das... ja, völlig überzeugt und jetzt spontan, für mich zumindest, zu den Highlights des Jahres zählt, weil ich habe es nicht ganz so kommen sehen. Das letzte Album hat mich eher, also nicht enttäuscht, aber ich hatte mir damals mehr erhofft, glaube ich. Und das hat mich dann nicht so megamäßig vom Hocker gehauen, wie es die davor getan hat. Ich fand, das war eher so, So, dann kam das Punk-Album, das kannst du ja nicht so richtig, also das, ne, das war so Punk und Grunge, vor allem 90er-Songs, auch Messi Star drauf, gecovert, aber ein reines Cover-Album. Das finde ich, ist ja immer noch mal ein bisschen anders zu bewerten und so. Aber jetzt kam die, ich habe gedacht, ja, ich höre es auf jeden Fall, weil Fan der Band, mehrfach live gesehen, live immer grandios, auch mit den zwei Mann, kriegen die einfach perfekt hin. Und ich höre auf jeden Fall rein, aber ich dachte jetzt nicht, dass es mich so mehr dermaßen krass vom Hocker haut, weil die anderen plötzlich eine Hitdichte bewiesen, auf verschiedene Arten und Weisen, wo du denkst so, ja gut, die meisten Bands dieser Welt wären froh, wenn die einen Hit hätten. Die haben einfach mal auf dem Album, wie ich finde, 4 Hits. So, von 10 Songs, das sind 40%, das ist einfach nur ziemlich krasser Schnitt. Und ja, meine Anspieltipps sind klar, Hang 'em Low, So the Reds Can Get 'em, einfach klar, der klare Hit, aber sonst Egoisto, Grim Reaping und New Age Pagan auf jeden Fall, würde ich zu den Hits zählen, einfach nur richtig rattenscharf geile Songs. Von mir gibt es auf jeden Fall die vollen 5 Punkte, hier gibt es quasi nichts zu meckern. Das Einzige, was ich nach wie vor ein bisschen seltsam finde, ist das mit, du machst es auf, es ist knatschrot. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, es ist auch irgendwie, ja, ein kleiner aufmerksamer Macher. Aber es gibt hier eigentlich nicht viel zu meckern. Ich finde, Manta haben da wirklich ein bisschen Emotionalität bewiesen, die bislang noch nicht so da war. Es ist nochmal deutlich Spur ekliger, emotionaler, bissiger einfach. Der haut nochmal mehr Emotionen raus. Und ich habe einen Facebook-Post von ihnen gesehen, die haben das, der hat auch so einen emotionalen Post bei Facebook rausgehauen und meinte, ey, wir hätten fast an dem Album gescheitert oder so. Ich kann das jetzt nicht 1:1 rezitieren. Auf jeden Fall war es wohl ein ganzer Kraftakt, weil die Zeit auch mit Corona und so auch an den beiden nicht einfach so dran vorbeigegangen ist und das auch Federn, die haben auch Federn gelassen. Und ich finde,
das sind die Momente, wo starke Alben rauskommen. Und man hört es. Man hört es, dass sie da Herzblut reingesteckt haben. Wie ich finde, mehr als im Vorgänger. Und die haben da Herzblut reingesteckt und das hast du instant, gerade bei so einem emotionalen Sound, wo der so richtig, ne, steht hier immer so am Mikro und ist ein echter geiler Maniac, der Hanno, und der bringt immer eine Emotionalität mit rein. Die waren live immer eine Spur besser als auf Platte. Jetzt haben die das mal immer mal wirklich reingekriegt, was die sonst halt, ja, live noch eine Spur stärker hatten, haben die hier wirklich mal aufs Album gekriegt, plus dass das Songwriting mitgezogen ist, finde ich. Und hat da auch nochmal, ja, ordentlich zugespielt, weswegen ich einfach nur die vollen 5 Punkte geben kann. Man hört es, dass sie da viel Energie, viel Leidenschaft, viel Emotionen reingesteckt haben, und das macht gute Alben. Das macht einfach gute Alben. Wenn du einfach nur Asche machen willst, machst du keine guten Alben. Oder du hast Lust. Aber, ja, ich finde, das ist eins der, ja, von mir nicht ganz so erwarteten Highlights des Jahres, aber umso schöner, dass es einen dann auch vom Hocker haut. Macht die Sache ja doch immer, ne, das ist ja immer häufig ein Spiel der Erwartungshaltung, macht die Sache dann rückblickend doch auch häufig dann längerfristig schön, weil, ja, es ist ein verrückter Sound, es ist eine, ja, völlig verrückte Band, auch irgendwie vom Setting, vom Sound, dabei aber emotional kräftig und mitreißend und dabei live auch noch stark. Ist einfach, wie ich finde, eins der Bands, der deutschen Bands der letzten Jahre. Live eine Wucht, kann ich nur jedem empfehlen. Und ich finde, die haben es jetzt mal wirklich auf diesem Album, auf diesem 4., 5. Album, je nachdem, wie man Grunge Town Hooligans 2 bewertet, haben die wirklich mal genau die Stärken gezeigt, die die können. Mit ihrer Emotionalität, mit ihrer Kraft, mit dem Songwriting und, mit dem gesamten Sound. Von mir eine klare Empfehlung. Volle 5 von 5 Punkten von mir zu Manta. Pain is forever and this is the end. Ich hoffe nur, das ist kein, ja, wirklich Endalbum, weil das wäre wirklich zu schade, wenn es dann so ist. Ist es so, lieber gehen mit einem Knall und nur geile Alben herausgebracht haben, anstatt ihren Sound zu verwischen. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen und ich hoffe, da geht noch ein bisschen. Das darf noch nicht das Ende von Manta sein. Nur weil es der Titel halt and this is the end so heißt. Fangen wir schon wieder an, Hut zu maßen. Ja, hören wir einfach nicht drauf, sondern freuen uns darauf, dass die aktuell noch live auftreten. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht sehen wir uns da. So viel auf jeden Fall von mir zum neuen Manta-Album. Wie gesagt, volle 5 Punkte. Hört mal rein, lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Bin ich sehr gespannt. Ist doch eine Band, die vermutlich schon der ein oder andere live gesehen hat, weil die auch schon, ja, sehr populär doch sind. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr zu denen generell denkt, aber natürlich auch zum neuen Album. Mir gefallen die immer sehr, sehr gut. Dann lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ja, kommentiert das fleißig. Ich antworte auf alles. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Würde ich mich sehr freuen. Und sonst gucken wir mal, was als nächstes so rauskommt. Bis dahin. Ciao, ciao.